Wer war denn vorher schon der größte Player? Wer sind die Nationen, die in Afrika wirklich die dominante Rolle spielen? Also ich denke, China, das kommt ja auch in dem Beitrag sehr gut rüber, hat das wirklich geschafft, in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren seinen Einfluss auch sehr systematisch auszubauen. Mhm. Da ist einmal die Seidenstraßeninitiative, wo man eben versucht hat, mit verschiedenen Ländern Verbindungen aufzubauen. Also wirklich physische Verbindungen, indem man Straßen, Transportinfrastruktur, Häfen baut. Mhm. Dann eben, was im Rohstoffsektor ja auch angesprochen wurde, dass man Kredite vergeben hat, auch für den Abbau von Rohstoffen in afrikanischen Ländern, wo chinesische Firmen auch aktiv sind. Das sind wichtige Aspekte. Man hat Stipendien vergeben für afrikanische Fachkräfte, die dann auch nach China gehen. Also auch Kredite. Darüber. Genau, Kredite. Darüber schafft man ja Verbindungen. Das ist ja einfach diese physische Begegnung. Aber das heißt, ein junger Student aus, was weiß ich, Kamerun oder Kongo, woher auch immer, wenn der heute zum Studium ins Ausland geht, dann zieht es den mittlerweile eher nach Peking als nach, weiß ich nicht, Frankfurt oder Aachen oder sonst wohin? Naja, es zieht ihn halt dahin, wo er auch die Möglichkeiten hat. Das meine ich. Und ich meine, das ist schon etwas, wo man viel auch von chinesischer Seite Energie investiert hat, um zu sagen, wir geben Stipendien, wir bringen die Leute dann quasi an chinesische Universitäten, die lernen die Sprache. Auch darüber schafft man ja Beziehung und Verbindung. Vielleicht noch ein Punkt, es ist aber nicht nur China, was eine zentrale Rolle spielt. Wir haben das ja gesehen, Russland auch im Sicherheitsbereich. Mhm. Aber zum Beispiel, was häufig untergeht, die Türkei. Ist ein zentraler Akteur in vielen afrikanischen Staaten geworden, auch ein wichtiger. Und nordafrikanische Staaten, die im Endeffekt auch stärker nach Afrika schielen. Und man beschreibt es da als the new scramble for Africa, also quasi so eine Art neuer Wettlauf für Afrika. Also dieses Begriff, der ja eigentlich eher aus der Kolonialzeit kommt und lange sehr negativ behaftet wurde. Aber ich glaube, was man sieht, und genau das zeigt diese Aussage, dass afrikanische Staats- und Regierungschefs sagen, na dann gucken wir mal, wer von euch das beste Angebot mitbringt. Plötzlich müssen wir uns, Herr Chialo, bewerben. Wie nehmen denn die Afrikaner, die afrikanischen Staaten, wie nehmen die das denn wahr? Also dieses plötzliche Interesse, plötzlich fliegen alle dahin und halten große Reden und machen sozusagen das ganz große Fass auf, beschwören diese Freundschaft und versuchen darauf hinzuweisen, also wir waren ja gar nicht so schlimm zu Zeiten der Kolonialzeit und so weiter. Das heißt, wie nehmen die das denn plötzlich wahr und wie steht dazu dieses neue afrikanische Selbstbewusstsein? Ja, also ich persönlich erlebe das zumindest in Tansania so, dass das Interesse beispielsweise an China ja gar nicht so neu ist. Als Tansania entstanden ist, also aus der Verbindung von Tanganyika und Sansibar, da war China damals noch unter Zhou Enlai, da war er Premierminister, einer der ersten, die das Land anerkannt haben. Es gibt eine gewachsene politische, wirtschaftliche und aber auch kulturelle Beziehungen zwischen Tansania und China. Das lief nur alles unterm Radar. Und ich glaube, es gab jetzt einen Wake-up-Call, als man hier in Europa gemerkt hat, oh, wir haben einen Ukraine-Konflikt und einige Länder in Afrika stimmen neutral oder gar dagegen. Was ist da eigentlich los? Und jetzt fängt man an, das Ganze zu hinterfragen. Mhm. Und diese Dynamik, die sich jetzt gerade ergibt, ist natürlich, setzt Europa meines Erachtens unter Druck. Mhm. Ich Sie haben mal ein Buch geschrieben, schon ein bisschen älter. Und ich glaube, es war in diesem Buch, oder Sie haben es in einem Interview erzählt, eine Szene ZDF Traumschiff. Ja. Florian Silbereisen als Kapitän unterwegs Namibia. In Afrika. Und es ging um Namibia. Genau. Und sagten, wenn man sich diese Szene anguckt, dann versteht man den kompletten Blick von Deutschland immer noch auf diesen Kontinent. Warum? Ja, also der geschätzte Kollege Florian Silbereisen kenne ich ja auch aus der Arbeit mit meinen Bands zusammen in seiner Show. Aber es ist halt eben so, dass in dieser Sendung wurde Folgendes thematisiert. Eine Passagierin fiel einem E-Mail-Betrüger zum Opfer, Geld weg. Das waren so die Erzählstränge. Der zweite Erzählstrang war, dass die Nichte von Kapitän Parker, also Florian Silbereisen, sich unglücklich verliebt hatte in einen Schwarzafrikaner, der gemeinsame Sache mit Wilderern machte. Und wer rettete dann das Nashorn? Dann ein schneidiger, stellvertretender Kapitän vom Traumschiff. Und dann war noch der dritte Erzählstrang, ein ganzes Dorf in tiefer Sorge, weil die Dieselpumpe nicht funktioniert. Und wer geht da hin? Ja, da kam ein Mitteleuropäer, der mit einem Schraubenschlüssel diese Dieselpumpe zum Laufen brachte und ganzes Dorf jubelte. Das ist als Plot. Das heißt, der Weiße kommt mit einem Schraubenschlüssel und repariert und das schwarze afrikanische Dorf jubelt. Das wäre ja, das kann man ja auch gerne als Kunstfreiheit oder als Plot stehen lassen. Das Problem ist allerdings, dass diese Sendung
über 6 Millionen Menschen geguckt haben. Und das natürlich ein Zerrbild vermittelt, was nirgendwo korrigiert wird. Ja. Wenn man dann von Afrika als Chancenkontinent spricht, dann ist es ziemlich schwer, auch viele Mittelständler davon zu überzeugen, dass es dort professionell zugeht. Das ist interessant. Ja. Ja. Ich glaube, gar nicht böse gemeint, aber halt immer noch altes Denken, wenn man so will. Ne? Genau. Wie wird denn Deutschland dort gesehen, Frage an Sie beide, wenn es um die Frage geht, weil da tut sich ja gerade was Spannendes. Ne? Es gibt ja, vielleicht reden wir auch gleich darüber, es gibt ja so eine neue China-Müdigkeit, habe ich das Gefühl, an vielen Punkten. Es entsteht ja häufig in Diskussionen, auch im Fernsehen, der Eindruck, also die Chinesen sind uns da um Jahrzehnte enteilt, die machen das Geschäft und wir kriegen da keinen Fuß mehr in die Tür. Ich habe das Gefühl, gerade ist ein unglaublich guter Moment, um diesen Fuß in die Tür zu kriegen. Und die Frage ist, wo steht da Deutschland? Haben wir einen guten Ruf dort? Ich glaube, also es hängt sehr stark von den Ländern fragt, ab, beziehungsweise in welches Land man geht. Also in Südafrika sind viele deutsche Unternehmen präsent. Da gibt es auch eine sehr viel stärkere Beziehung, würde ich sagen. Auch Rheinmetall übrigens? Ja, auch Rheinmetall, genau. Ja, nämlich an ein Gespräch mit Dirk Niebel mal hier. Ja. Sehr interessant, dem ehemaligen Entwicklungsminister. Der erzählte, dass Rheinmetall dort produziert, um harte deutsche Auflagen zu umgehen. Das heißt, dann kann man als deutsches Unternehmen von Südafrika aus in Ruhe beliefern, wie man möchte. Genau, die produzieren da mit einem südafrikanischen Hersteller, Denel. Und das ist quasi so eine Art Joint Venture. Und es gibt auch relativ interessante Studien von südafrikanischen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die das aufgearbeitet haben, wohin im Endeffekt Waffenlieferungen dann aus Südafrika gegangen sind. Und die dann beispielsweise auch im Jemenkrieg eingesetzt wurden oder in anderen. Genau. Also das zeigen die zumindest in dieser Studie. Also offiziell haben wir, da ist wieder unsere Doppelmoral, die Sie in Ihrem Buch ja auch immer beschreiben, offiziell haben wir nichts damit zu tun. Wir liefern selbstverständlich keine Waffen in den Jemen, aber über den Umweg Südafrika dann eben doch. Genau, wie gesagt, das ist ein gemeinsames Projekt, auch mit südafrikanischen Firmen. Also ich finde es immer wichtig zu betonen, weil wir häufig über den Kontinent auch so sprechen, als hätten afrikanische Akteure keine eigene Agenda. Das ist richtig. Das haben wir jetzt ja auch noch mal deutlich gehört. Also die Staaten haben ja selber auch eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, auch quasi zu entscheiden, mit wem sie arbeiten. Das Gleiche gilt für Firmen. Und sie haben auch Möglichkeiten, Standards zu setzen, die umzusetzen. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Punkt. Sie haben das ja angesprochen, dass man im Endeffekt ein bisschen China-müde ist. Ich glaube, das nehme ich schon auch so wahr, weil beispielsweise im Infrastruktur, also bei der Unterstützung des Aufbaus von Infrastruktur, dann chinesische Arbeiter da vor allem unterwegs waren, auch im Bergbausektor, dass dann sich die Frage stellt, wie viel lokale Wertschöpfung gibt es eigentlich? Also profitieren eigentlich die Staaten oder profitieren sie nicht? Es gibt aber auch gelungene Projekte. Also ich glaube, auch das muss man sagen. Woran denken Sie da zum Beispiel? Also auch im Rohstoffsektor. Lass mal ganz konkret sprechen, weil es total interessant wird, finde ich, immer wenn man ganz konkret da reingeht. Also was ist für Sie ein Beispiel, wo Sie sagen, das haben die Chinesen echt clever eingetütet. Ich denke an Kongo. Kobalt haben wir gerade drüber gesprochen, so wichtig für die Batterieherstellung. Und wenn man hört, dass 15 von 19 Minen in chinesischer Hand sind, versteht man, wie weit wir da zurückliegen. Ja, und das ist, glaube ich, noch... Also man kann sich Rohstoffabbau, das muss man ganz kurz mal sagen, so vorstellen, es gibt den Abbau von Rohstoffen, also das, was man immer eben auch sieht in diesen großen Vorhaben. Dann gibt es die zweite Stufe, das ist die Weiterarbeitung von Rohstoffen in Schmelzen und Raffinerien. Und dann gibt es die dritte Stufe, das ist dann der Zusammenbau zu bestimmten Produkten. Ja? Das ist wichtig, das mal zu verstehen. Ne? Genau, das ist Rohstoffgewinnung das eine, raffinieren was anderes, verbauen nochmal was anderes. Genau, und zum Beispiel in Ihrem Handy sind 30 verschiedene Metalle. Man kann sich jetzt vorstellen, jedes dieser Metalle geht einen eigenen Weg. Und die Lagerstätten, die sind einfach da, wo sie sind. Ja? Das gibt nicht jeden Rohstoff in jedem Land. China ist halt sehr früh da reingegangen. Also China hat Kredite vergeben für chinesische, zum Teil Staatsunternehmen, die da im Abbau aktiv sind. Und hat aber, und das wird häufig übersehen, diese Schmelz- und Raffinadeindustrie in China selber aufgebaut. Wir haben Beispiele bei seltenen Erden, ist die EU fast zu 100% abhängig von Importen aus China. Mhm. Bei anderen Rohstoffen liegen die Abhängigkeiten zum Teil bei zwischen 60% und 80%. Das sind ja alles Dinge, die wir auch für die Produktion von Autos brauchen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass man diese Verbindung geschaffen hat. Mhm. Das heißt, man baut quasi zum Teil mit chinesischen Unternehmen in Afrika ab. Ja. Hat die Transportinfrastruktur nach China ausgebaut, verarbeitet es in China weiter und
schifft es dann weiter nach Europa. Und also richtiges ein Umweg könnte man netterweise freundlich formulieren. Ja? Genau. Und das ist, glaube ich, die industrielle Macht auch, durch eine wirklich systematische Industriepolitik, die China da geschaffen hat, die ja im Endeffekt auch Abhängigkeiten für uns mit sich bringt. Ja. Ich meine, gibt noch eine andere Zahl dazu. Ne? Von 136 Fabriken für Batterien, für Elektroautos, die es entweder schon gibt oder die in Planung sind. Also Salzgitter offensichtlich, die VW Gigafactory auch mit dabei. Von 136 dieser Fabriken stehen 101 in China. Ja, aber das gibt auch einen Grund, warum das so ist. Wir sind immer so verwundert. Unser Job ist es, das mal auf den Punkt zu bringen, auf der Zunge zergehen lassen. Aber es gibt tatsächlich auch einen Grund, warum das so ist. Ich meine, wenn man sich die Außenpolitik, die Wirtschaftspolitik Chinas sich mal anschaut, das Stichwort Seidenstraße fiel ja schon. Die Seidenstraßenstrategie zielt ja bis 2049. Das wird dann der 100. Geburtstag von der Revolution Maos sein. So lange planen die Chinesen. Ich habe hier so immer das Gefühl, dass von Legislaturperiode zu Legislaturperiode bei uns... Weil Sie sind in der CDU, Sie wissen, wie es läuft. Genau. Und insofern haben wir dann ein ganz großes Problem. Und ein noch größeres Problem meines Erachtens ist, dass China eine Interessenslogik verfolgt und Deutschland eher an einer... wertebasierte Hilfslogik mehr oder weniger die ganze Strategie ausrichtet. Und genau da will beispielsweise jetzt Frankreich auch weg davon, weil sie merken, dass sie da nicht weiterkommen. Und noch klarer äußern das die Staaten in Afrika. Sie wollen nicht paternalisiert und bevormundet werden, sondern sie wollen eine Begegnung, dieser Ausdruck ist ja echt schon irgendwie inflationär, Begegnung auf Augenhöhe, aber sie wollen tatsächlich, dass ihre Interessen gesehen werden. Und das findet leider viel zu wenig statt. Also, konkretes Beispiel, feministische Außenpolitik. Inhaltlich bin ich d'accord, sind viele Menschen d'accord. Aber wenn man jetzt einen Diplomaten mal dabei zusieht, wie er einem Außenminister Afrikas erklärt, was feministische Außenpolitik ist, dann ist das schon relativ schwer, das zu vermitteln. Ich würde da kurz widersprechen, weil die südafrikanische Regierung, das ist hier gar nicht so bekannt, schon vor einigen Jahren das Konzept feministische Außenpolitik tatsächlich selber propagiert hat. Und die haben das zum Beispiel, als Südafrika war gemeinsam mit Deutschland damals nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der UN, da war es auch Südafrika, das genau dieses Konzept da verfolgt hat. Ich verstehe den Punkt. Ich meine, ne, es gibt viel Kritik an diesem Wording, aber ich glaube, dass das, was hier häufig so negativ, also gerade dieser Begriff so wahrgenommen wird, in manchen Ländern gar nicht so negativ ankommt. Also bei Südafrika ist ein gutes Beispiel. Die Frage ist doch, wenn wir jetzt gerade eben über China, über Russland und über die EU sprechen, ja, dann finde ich, kann man bei einer Präsentation der zukünftigen Strategie des Entwicklungshilfeministeriums oder Außenministeriums sich an so einem Terminus verbeißen. Was aber eben nicht stattfindet, ist beispielsweise, wie gehen wir mit der neu geschaffenen Freihandelszone in Afrika eigentlich um? Was für Antworten haben wir denn eigentlich als Europa darauf? Und das ist etwas, was gerade beim afrikanischen Counterpart für viel Irritation auslöst. Wir reden gleich darüber, was so in den einzelnen Ländern auch passiert. Und das sollten wir auch zügig machen, weil sonst läuft uns die Zeit davon und es ist viel zu spannend, um das zu verschenken. Ja. Ich will nur auf eine Sache hinaus. Ich glaube, was Herr Cialo meint, gibt sehr gut wieder, was ich neulich von einem, ich glaube, ein kenianischer Student war es, gelesen habe, der sagte, weißt du, ihr Europäer, ihr kommt immer mit eurer Moral. Ihr exportiert Moral. Ja, genau. Aber ich bin interessiert daran, dass der Strom 24 Stunden am Tag fließt, wenn ich ein kleines Unternehmen gründe und ich brauche einen günstigen Kredit. Und beides geben mir die Chinesen. Und das ist so das Gefühl, das, glaube ich, bei vielen Afrikanern vorhanden ist. Ja, genau, es geht ja noch weiter. Wir haben ja seit der Digitalisierung in Afrika einen völlig neu geschaffenen Marktplatz. Es entstehen beispielsweise Start-ups wie Jobante, die den Verkehr, also Güterverkehr regeln, also so eine Art Paketdienst, ja, wo diejenigen, die Pakete versenden wollen und diejenigen, die sich anbieten, zu Fuß, mit dem Moped, mit den LKWs, die Pakete zu verschiffen oder zu transportieren, miteinander verbunden werden. Diese Erzählungen finden hier überhaupt gar nicht statt. Das kann man ausweiten, auch in kulturelle Bereiche. Es gibt auch diesen Bezahldienst, ne? Ja, M-Pesa beispielsweise, aus Kenia, was
wirklich eine gesamte... Es ist eine globale Erfolgsstory. Es ist eine globale Erfolgsstory, die findet sogar in Afghanistan, hat die Regierung das als Zahlungsmittel für ihre Beamten übernommen. Was ist die Idee? Die Idee ist einfach dabei, dass man die Möglichkeit hat, über das Mobilfunk Geld zu transferieren. Also ich komme gerade aus Tansania. Man braucht keine Bank. Bank ist viel zu teuer. Man braucht eine Station, man muss Leute beschäftigen. Hier läuft das einfach so, dass man Geld transferiert und die Leute auch in den entlegensten Gegenden haben die Möglichkeit, an einem Kiosk, was ein Vertragspartner ist, dorthin zu gehen, Geld abzuholen. Oder man hat die Möglichkeit, wenn das Geld auf dem Handy drauf ist, auch die Versicherung oder aber auch Stromrechnungen zu bezahlen. Also es hat wirklich entlegene Gebiete wieder in den Finanzmarkt reingeholt, Menschen die Möglichkeit gegeben, interessant, Teilhabe zu leben. Und diese Geschichten werden leider viel zu wenig erzählt, weil man durch diese Machtlogik, die jetzt ausgelöst wurde durch den Ukraine-Konflikt, Afrika als eine Stätte sieht, wo man jetzt sich fragt, wo können wir mit wem und wie. Ja, auf Afrika hören und auf die Leute, die vor Ort sind, denn die haben für ihre eigenen Probleme aus meiner Sicht die besten Lösungen. Über sozusagen das, was da passiert und wie spannend das ist, reden wir gleich. Nochmal diese Afrika, diese China-Müdigkeit, Frau Müller. Ich fand es interessant, im letzten Wahlkampf in Kenia, William Ruto, der dort Präsident geworden ist, wurde unter anderem mit dem Versprechen, Präsident, ich mach mal sozusagen die chinesischen Geschäfte öffentlich. Da geht es um eine Eisenbahnstrecke von Mombasa nach Nairobi. 3,6 Milliarden US. Mhm. Unfassbar viel Geld. Sehr gut gehütetes Geheimnis. Keiner kannte die Höhe des Kredits. Keiner wusste, was die Konditionen sind. Und als er das dann mal öffentlich gemacht hat, wurde noch viel mehr klar. Da wurde auch klar, dass sozusagen die Chinesen sehr genau darauf achten, dass die gesamte Wertschöpfungskette von Chinesen abgegriffen wird. Herr Cialo nickt. Heißt, die Arbeiter, das Know-how, die Materialien, die man braucht. Im Grunde ein riesiger Kredit zu ziemlich seltsamen Konditionen, sehr teuer. Und gleichzeitig hat Afrika eigentlich nichts davon, außer irgendwann mal eine Eisenbahnstrecke. Aber der afrikanische Arbeiter zum Beispiel hat nicht furchtbar viel davon. Ja. Taucht da so eine neue Müdigkeit auf, so ein Gefühl, wer weiß, ob das so super Geschäftspartner für uns sind? Oder merken die Leute, Mensch, da haben wir eigentlich gar nichts von. Lass uns doch mal gucken, ob es noch andere Partner gibt. Ja, ich glaube, das ist eine allgemeine Haltung, die sich nicht nur auf China bezieht. Also ich glaube, man muss auch ein bisschen aufpassen. Es klingt dann manchmal so, als würde bei China alles ganz schlecht laufen und bei allen anderen europäischen Partnern total super. Nee, ich beschreibe aber nur eine Situation, die es so gibt. Genau, die in Afrika jetzt speziell. Man könnte auch sagen, im Sahel gibt es auch sicherlich eine Frankreich-Müdigkeit. Aber genau, wenn wir das mal so festhalten. Ich glaube, der Punkt ist halt, dass es wirklich wichtig ist, und das hat sich verändert, über diese Wertschöpfungsfragen mehr zu reden. Also Wertschöpfung, wie Sie sagen. Man schafft Arbeitsplätze, man schafft Ausbildungsplätze. Also die ganze Frage von professioneller Weiterentwicklung, auch Technologietransfer. Also das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt auch in den ganzen Rohstoffpartnerschaften, über die jetzt gerade gesprochen wird, weil die EU ja auch afrikanischen Ländern mehr Rohstoffpartnerschaften anbietet. Was viele afrikanische Staaten sagen, und das finde ich sehr spannend. Wir machen gerne mit euch Rohstoffpartnerschaften, aber ihr unterstützt uns, Schmelzen vor Ort zu bauen. Also wir wollen das nicht auch, das ist nämlich auch der zweite Punkt, wir wollen auch nicht nur abhängig sein von China mit Blick auf unsere Exporte. Wenn es eine Energiekrise, die China hat, wenn die ihre Produktion drosseln, dann gibt es ja auch weniger Nachfrage. Das heißt, man will das lieber vor Ort machen und man will zum Beispiel diese Schmelzprozesse vor Ort haben. Und da kann die EU natürlich unterstützen und in dem Kontext auch quasi zu dieser, ich sag mal, Wertschöpfung vor Ort beitragen und Ausbildungsinitiativen finanzieren und so weiter. Da gibt es sehr konkrete Vorstellungen auch davon. Zimbabwe hat kürzlich gesagt, wir exportieren kein unverarbeitetes Lithium mehr. Also wir Zimbabwe hat ein riesiges Vorkommen an Lithium. Also aktuell, ich glaube, das fünftgrößte der Welt. Das ändert sich immer, weil man immer mal wieder was Neues entdeckt. Aber brauchen wir für unsere Batterien, ne? Genau, das brauchen wir ganz dringend. Das gilt als einer der kritischen Rohstoffe, also die quasi knapp sind und die aber sehr wichtig sind für Zukunftstechnologien. Und Zimbabwe hat gesagt, nee, das wollen wir quasi erst weiterverarbeiten und dann exportieren wir es. Die DRC, also die Demokratische Republik Kongo und Sambia, haben ein Abkommen unterschrieben, wo sie sagen, sie wollen
erste Teile der Batterieproduktion gemeinsam bilateral vor Ort produzieren. Ja, das ist wirklich was Neues, weil das so ganz konkret ist. Dieses neue Selbstbewusstsein, genau, über das wir gerade gesprochen, genau, haben. Ne? Und die sagen, ihr könnt es gerne haben, aber dann finanziert auch die Energieinfrastruktur, weil das vergisst man häufig, dass das alles sehr energieintensive Prozesse sind. Das heißt, man braucht eine Energieinfrastruktur, man braucht eine Transportinfrastruktur. Und dann wird es halt interessant, weil dadurch einfach mehr Arbeitsplätze entstehen. Mhm. Ja, man hat nicht nur den Abbau. Ja, klar. Da gibt es eigentlich gar nicht mehr viele Arbeitsplätze, die geschaffen werden neu, weil da viel Technisierung stattgefunden, genau, hat. Man hat auch den Transport, der dann vor Ort stattfindet, die ganzen Zulieferbetriebe. Das sind halt die interessanten Kooperationen. Klar. Und da muss man auch sagen, ist die EU auch ein bisschen aufgewacht. Es gibt diese Global Gateway Initiative. Das ist im Endeffekt das europäische Konkurrenzmodell zur Seidenstraßeninitiative. Und ich glaube, aktuell ist es so, dass 150 Milliarden Euro, also wir wissen jetzt ungefähr auch, wir können mit diesen Zahlen ja mittlerweile auch in Deutschland mehr anfangen, 150 Milliarden Euro sollen quasi dann auch in afrikanische Projekte gehen. Und da ist gerade eine Diskussion drüber, ob man nicht auch im Rohstoffsektor genau solche Dinge mitfinanziert. Weil Sie gerade dieses neue Selbstbewusstsein ansprechen. Ich habe neulich eine Meldung gelesen, Tesla wollte, glaube ich, mit Nigeria eine Partnerschaft eingehen, um dort auch Lithium abzubauen. Und die haben einfach gesagt, nein, machen wir nicht, wollen wir nicht, machen wir selber. Ja, nein hat aber auch seinerzeit in Ostafrika der letzte Präsident Magufuli gesagt, als die Chinesen den größten Hafen in Bagamoyo bauen wollten. Und dieser Hafen hätte 10 Milliarden gekostet. Und hätte natürlich, und das sind die Planungen, sind immer noch da, so Länder wie Ruanda, Burundi und natürlich auch den Kongo, Stichwort auch die seltenen Erden und all die Rohstoffe, die da beliefert werden können, in die Welt hinausgetragen. Und hätte 10 Milliarden gekostet, Rückzahlung in 33 Jahren. Die Chinesen wollten das für 99 Jahre leasen. Der Präsident hat gesagt, nein, das werden wir so nicht machen. Und bis heute ist man gemeinsam in Verhandlungen, um dieses große Projekt doch noch umzusetzen. Und das zeigt für mich auch, dass wir nicht alles zu Ende in Europa denken müssen, sondern dass die afrikanischen Staaten auch die eigene, absolut, Verantwortung übernehmen wollen und auch entsprechend können. Wir sprachen gerade über dieses kleine Fenster, das sich da gerade aufmacht. Ja, genau. Es gibt so ein paar Meldungen, die wirklich interessant sind. Also mit Blick auf diese chinesischen Kredite zum Beispiel. Es gibt ja viele afrikanische Staaten, in denen nach meinem Empfinden das Gefühl vorherrscht, die würgen uns wirklich den Saft ab. Wir können das nicht mehr bezahlen. China hat, glaube ich, $1 Billion an Schwellenländer, an 150 Schwellenländer, an Krediten gewährt. Das ist enorm viel Geld. Haben mittlerweile eigene Probleme zu Hause. Die chinesische Wirtschaft läuft nicht mehr so, wie gedacht. Es gab Ende Dezember, sehr interessant, gab Djibouti bekannt. Weltraumbahnhof. Genau. Dass sie die Schulden an Peking nicht mehr länger zurückzahlen können. Das ist eine wichtige Nachricht, weil die einzige afrikanische Militärbasis, chinesische Basis, ist in Djibouti. Ja. In Sichtweite zu einer amerikanischen Militärbasis. Ja. Das heißt, was bedeutet das? Dann die Meldung aus Uganda zum Beispiel. Uganda gibt es, glaube ich, auch ein großes Eisenbahnprojekt. Wollen die auch nicht mehr mit den Chinesen machen, sind jetzt die Türken eingestiegen. Das, was Sie vorhin gerade sagten, die Türkei wird dort ein wichtiger Player. Sambia zum Beispiel hat sich wehren müssen, sagte, pass auf, nee, wir können unsere Kredite an China noch bezahlen. Die Meldung, dass der Flughafen in Lusaka, in der Hauptstadt, dass der jetzt an die Chinesen geht, das ist nur ein Gerücht. Aber man merkt, da brodelt es an vielen Ecken und Enden. Das heißt, was passiert da gerade? Ich glaube, insgesamt, und das wurde ja vorhin schon angesprochen, ist es halt sehr spannend, dass der afrikanische Kontinent sehr viel stärker auch gemeinsam definiert, was man eigentlich will. Mhm. Also die afrikanische Freihandelszone, finde ich, ist einfach ein sehr, sehr interessantes Beispiel. Ja. Wird auch sehr wenig noch beachtet in Deutschland. Ja, leider. Ja. Mhm, und das war auch sehr überraschend. Während der Corona-Pandemie als die Pandemie anfing, wurde ja vielen afrikanischen Staaten auch noch mal deutlich, wie abhängig sie wiederum, genau, von Importen sind. Es gab keine Produktion medizinischer Schutzausrüstung auf dem afrikanischen Kontinent. Ja? Und die EU hat gesagt, wir machen einen Exportstopp von medizinischer Schutzausrüstung. Mhm. Das heißt, viele Länder waren einfach komplett aufgeschmissen. Ich bin auch dann später, war ich in Südafrika und es war einfach wahnsinnig teuer, Masken zu kaufen. Das ist ja auch der Punkt, wenn man dann wenig hat,
sind viele Dinge auch einfach sehr viel teurer. Man, klar. Das kann sich dann kaum jemand auch leisten, natürlich. Und das hat auch noch mal so einen Push gegeben für diese Idee einer afrikanischen Freihandelszone, die schon lange unter Diskussion war. Mhm. Die haben jetzt quasi in Ghana ihr Sekretariat. Das ist ein sehr junges, sehr aktives Team, die jetzt gerade überlegen, wie kann man einerseits orientiert am EU-Modell natürlich. Ja, wie kann man den Freihandel innerhalb Afrikas stärken? Wie kann man gemeinsam quasi grenzüberschreitende Projekte machen? Die Freizügigkeit auf dem Kontinent spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Das ermöglichen, in welchen Bereichen ist wirtschaftliche Entwicklung möglich? Und ich glaube, da man will auch gar nicht immer sagen, da kommen die Europäer, die Chinesen, die kommt die Türkei oder die Inder oder wer auch immer mit einem Angebot, sondern erstmal definieren, was will man eigentlich selber? Mhm. Und wie schafft man selber auch eine Art von Versorgungssicherheit? Weil darum geht's ja. Ich meine, wir reden viel über europäische Versorgungssicherheit, aber für afrikanische Staaten ist es ja genauso wichtig. Mhm. Und das finde ich eine sehr spannende Entwicklung, die dauern wird, weil das ist natürlich ein großes Unterfangen. Deswegen bin ich vielleicht auch nicht immer ganz so kritisch, was, ich meine, die Entwicklungszusammenarbeit hat sich auch ein bisschen gewandelt, ne? Weil die EU unterstützt zum Beispiel das Sekretariat finanziell. Ich glaube, das sind einfach wichtige Prozesse, um quasi afrikanische Institutionen auch zu stärken, sodass man dort auch selber mehr in der Lage ist, solche Dinge umzusetzen. Mhm. Ja. Herr Cialo. Ja, ich persönlich halte nach wie vor die Entwicklungspolitik, wie sie jetzt läuft, und das hat ja auch der Macron ganz klar gesagt, diese Hilfslogik, die muss einer Investitionslogik weichen. Wissen Sie was, schon, wenn ich Sie unterbreche, weil Sie jetzt schon zum zweiten Mal Macron zitieren. Ich glaube, wir haben diesen kurzen O-Ton, den entscheidenden, den haben wir hier. Okay. Lass uns einmal kurz reinhören und dann reden wir mal darüber, was das bedeutet. Aber sehr interessant, wie er sagt, ihr müsst euch schon mal anstrengen, Freunde. Ja, da müssen die richtigen Leute nach Afrika fahren. Da muss das Spitzenpersonal kommen. Da reden, reden wir gleich drüber. Wir hören einmal kurz rein, bitteschön. Et le deuxième grand changement que nous allons faire, c'est passer d'une logique d'aide à une logique d'investissement solidaire et partenarial. Et donc, pour moi, le moment que nous sommes en train d'inaugurer consiste à aller au bout du changement et d'être exigeant avec nous-mêmes. L'Afrique est devenue une terre de compétition. Il faut donc qu'on ait un réveil du monde économique français pour se dire on doit aller s'y battre. C'est les patrons qui doivent y aller quand il y a un grand contrat. Et quand on prend un contrat, il doit être délivré en temps, en qualité. Et s'il y a des problèmes, il faut qu'on puisse savoir très clairement d'où vient le problème. Meine Ansage. Ja, mega. Wir müssen hart kämpfen. Ja, aber das ist genau die richtige Ansage. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel nennen. Wenn der Entwicklungsminister oder die Entwicklungsministerin nach Afrika fahren, dann gehen Sie schon spätestens davon aus, dass Sie den Staatspräsidenten treffen. Also die Deutschen, Svenja Schulze zum Beispiel. Genau, dass Sie den Staatspräsidenten, Außenminister mindestens und Premierminister treffen. Wenn umgekehrt ein afrikanischer Premierminister mal an einem Freitag in Berlin aufschlägt, da kann er Glück haben, dass er einen Referatsleiter trifft. Und das ist eben das Problem natürlich. Und das ist eben diese Form von Respekt. Das ist wirklich so. Ja, und Sie müssen das wissen. Ist auch etwas, was vielen afrikanischen Ländern, wenn es um Wertschätzung geht, sauer aufschlägt. Und ich würde mir echt wünschen, dass man, deswegen spreche ich ja auch immer von einer gesamten Strategie, und zwar nicht nur Entwicklungshilfeministerium, sondern das, wie Frankreich jetzt macht, das zur Chefsache erklärt und sich wirklich fragt, was sind denn die deutschen Interessen? Wenn man die Chefs hinschicken will, dann muss man sich vorher Gedanken darüber gemacht haben, was wollen wir eigentlich als Deutschland und nicht, welche Werte wollen wir exportieren? Und das ist ja mein Anklagepunkt, dass diese Hilfslogik sehr oft die Werte voranträgt, aber die Interessen Deutschlands überhaupt nicht berücksichtigt werden, meiner Meinung nach. Ja, und ich glaube, dass der Rahmen, der gesetzt werden müsste, eben nicht vollumfänglich über alle Bereiche hinweg gedacht wird. Frau Müller, und da können wir uns natürlich auch an die Chinesen abarbeiten. Hat er da einen Punkt? Also diese... Ich war auch viel in Afrika unterwegs. Doch. Also ich habe oft gesagt, wir haben da sozusagen, wir betrachten dieses Land als einen Kontinent von Almosenempfängern. Das sind die aber nicht. Und das konnte man eine Zeit lang, wenn man durch Afrika gereist ist, konnte man das ja auch sehen, wenn man ins Hochland von Äthiopien gefahren ist. Wenn die einen weißen Menschen sehen, dann ist sofort das Gefühl, der schenkt mir jetzt irgendwas. Und ich fand das immer so würdelos. Ich dachte immer, das kann es doch nicht sein. Richtig. Oder? Die Leute müssen doch in Selbstermächtigung, die müssen doch das Gefühl haben, ich kann selber aus meinem Leben was machen, ich kann selber was gestalten, ich bin selber zu was in der Lage. Und da gibt es so viel Talent, das aber keine Möglichkeit hat, ausgebildet zu werden und selber wirklich auf eigenen Beinen zu stehen.
Genau, ich meine, grundsätzlich Interessen und Werte können ja auch zusammengehen. Richtig. Ja? Wir haben auch Wertkonflikte und manchmal haben wir auch Interessenskonflikte. Also das, diese Gegenüberstellung finde ich immer so ein bisschen schwierig. Aber ich mache mal zwei Beispiele. Zum Beispiel, wenn wir über Rohstoffabbau reden, den nachhaltig und gut vor Ort zu gestalten, ist unser Interesse, dass wir sagen, ja, wir schaffen quasi Versorgungssicherheit. Es ist auch ein Wert. Und gleichzeitig zeigen sehr viele Studien, dass je besser dieser Abbau läuft, umso, ne, umso flüssiger geht das dann auch sozusagen. Wir haben viele Proteste gesehen. 2012 gab es in Südafrika, was ein sehr relevanter Platinlieferant ist. Proteste. Platin genau. Proteste, nachdem es da im Bergbausektor die Polizei streikende Minenarbeiter erschossen hat. Das hat danach auch zu Lieferengpässen global geführt. Ja? Und das kann man sehr deutlich zeigen. Und weil das Thema feministische... Das heißt, Sie sagen, das muss kein... Es muss kein Gegensatz sein. Genau. Im Gegensatz. Das muss zusammenkommen eigentlich. Und man zeigt vor Ort, ich meine, man nennt es im Bergbausektor im Englischen Social License to Operate, also quasi eine soziale Lizenz zum Arbeiten sozusagen oder operieren, dass wenn die Akzeptanz für solche Großprojekte vor Ort da ist, weil man die Bevölkerung einbezieht, weil die nicht die negativen Umwelt- und Sozialauswirkungen spüren, dann sind eigentlich alle zufrieden. Ne? Natürlich ist es, externalisiert man dann auch nicht so viele Kosten, es ist vielleicht ein bisschen teurer, aber im Endeffekt langfristig ist es sicherer und stabiler und alle haben was davon. Zweites Beispiel, weil dieser Punkt feministische Außenpolitik angesprochen wurde. Ich war 2017, habe ich im Niger geforscht und hatte da die Gelegenheit, mit Frauen da vor Ort zu reden. Und Niger ist ja immer so ein Beispiel, weil das die höchste Geburtenrate mit der Welt hat. Und da war es eben niedriges Bildungsniveau. Ne? Genau, genau. Und da war es so, da hatte ich mit einer Gruppe... Da gibt es auch einen Zusammenhang übrigens, ne? Genau. Zwischen extrem hoher Geburtenrate und niedrigem Bildungsniveau? Ja, vor allem, weil die Frauen dort vor Ort, also ich hatte mit ein paar zivilgesellschaftlichen Organisationen, auch Frauenrechtsorganisationen gesprochen. Und das Problem ist, dass quasi es gibt gab damals, ich weiß nicht genau, wie es heute ist, aber wenig Zugang zu Verhütungsmitteln. Das heißt, einige Frauen, die hatten ihre Männer haben in Nachbarstaaten gearbeitet, die haben die Männer gebeten, dort Verhütungsmittel mitzubringen, weil sie quasi im Staat selber dazu gar keinen Zugang hatten. Und es gab wenig Angebote zur Familienplanung. Das ist der Punkt, ne? Also, dass man wirklich auch die Möglichkeit hat, und das finde ich ist genau so eine Form von Empowerment, wie Sie es beschreiben. Also die Möglichkeit hat, sich zu überlegen, wie viele Kinder möchte ich denn eigentlich? Genau. Und diese Voraussetzungen zu schaffen. Deswegen glaube ich, dass man sehr genau immer hinschauen muss, worum es eigentlich geht. Nicht immer diesen Gegensatz zwischen Interessen und Werten. Wo ich aber zustimme, ist, dass es, glaube ich, Deutschland und auch anderen europäischen Staaten häufig schwer gelingt, zu sagen, was wir wollen. Also wir verkaufen Dinge als Werte, die eigentlich aber auch Interessen sind. Und das merkt man natürlich. Ja, zum Beispiel? Genauso im Rohstoffbereich. Ja? Wir können natürlich sagen, ja, wir wollen euch da gute Bedingungen im Rohstoffsektor schaffen oder wir wollen euch dabei unterstützen. Aber schickt das Zeug zu uns. Wir machen über Kooperation zwischen quasi Behörden, kann man zum Beispiel Ministerien dabei unterstützen, die Umsetzung von Standards zu überwachen oder so. Aber wir sagen nicht, naja, wir wollen aber dafür natürlich auch was. Und ich glaube, das habe ich ein paar Mal erlebt, auch bei afrikanischen Delegationen, dass sie sagen, ja, was wollt ihr eigentlich von uns? Und ich glaube, da auch ehrlicher zu werden, weil das ist natürlich auch klar. Ja, wir sind ja nicht alle Freunde, sondern es sind halt staatliche Interessen. Ja.